Der Forderung zum Aufbau einer zivilen Verteidigung kann ich bedenkenlos zustimmen. Die historischen Belege dafür wären Irland im ausgehenden 19. Jahrhundert, das Verhalten der Norweger während des Zweiten Weltkriegs oder auch Gandhi. Allesamt sind sie Beispiele dafür, wie wirkungsvoll zivile Verteidigung sein kann. Allerdings möchte ich zu bedenken geben, dass angesichts der Umweltkrise und dem Klimawandel gerade die 100 Milliarden Investitionen in Rüstungsprogramme eigentlich absurd sind. Also insofern möchte ich die Forderung dahingehend ausweiten, als dass man vielleicht zu Anfang 10% für zivile Verteidigung ausgibt, währenddessen man sukzessive diesen Anteil dauerhaft erhöht. Und insofern wären also die organisierte Einübung einer zivilen Verteidigung als ein wirkungsvolles Mittel zur Abschreckung irgendwelcher Gegner. Es ist sicherlich sinnvoll und auch hilfreich, wenn man den ukrainischen Flüchtlingen jetzt unbürokratisch entgegenkommt. Ich möchte dazu beitragen, dass sämtliche Kommunen in Nordrhein-Westfalen aus eigenen Mitteln erneuerbare Energien produzieren. Und zwar aus dem einzigen Grund, damit eine demokratische Kontrolle im Energiebereich wieder möglich wird und nicht wie in der Vergangenheit Energiemonopolisten die Politik bestimmen. Daher ist es wichtig, eine demokratische Kontrolle herbeizuführen, die dem Gemeinwohl dient. Denn diese Herausforderung ist so groß, dass sie nicht den Profitinteressen von Energiekonzernen untergeordnet werden kann. Nach dem Fall der Mauer ist sicherheitspolitisch einiges verpasst worden. Von Gorbatschows Vision eines gemeinsamen Hauses Europas, das gerade in Europa sehr viel Anklang fand, ist eigentlich nur ein Scherbenhaufen zurückgeblieben. Der Ukraine-Krieg ist ein Beleg dafür. Und das ist nicht zuletzt auch darauf hinauszuführen, dass die USA und mit ihr die NATO eine hegemoniale Politik verfolgte, wie sie es in der Vergangenheit schon dauerhaft getan hat. Und die NATO-Osterweiterung ist beredtes Beispiel dafür. Diese Politik können wir so nicht fortsetzen. Wir müssen uns sicherheitspolitisch in neuen Kategorien denken. Wir müssen wieder gegenseitiges Vertrauen herstellen und über Dialog und Verhandlungen zu friedfertigen Lösungen kommen. Insofern ist diese Idee von Sicherheit neu denken natürlich sehr idealistisch und gleichzeitig angesichts des Klimawandels alternativlos. Die Herausforderungen des Klimawandels lassen eine militärische Auseinandersetzung eigentlich nicht mehr zu. Und daher bin ich auch daran beteiligt, die NATO in Frage zu stellen. Das ist keine dauerhafte Lösung, um militärisch Frieden herzustellen. Militärisch ist kein Frieden herzustellen. Aktuell geben wir 5,3 Milliarden Dollar täglich für Rüstung aus. Das ist im Grunde genommen, wie gesagt, die Umweltkrise, das ist ein Skandal. Und insofern stelle ich auch die NATO in Frage. Das ist keine Frage.